3D-Prozesskette beschreibt den gesamten Fertigungsprozess vom Rohling bis zum fertigen Bauteil. Ursprünglich in manuellen Einzelschritten durchgeführt, konnte dieser in einem BFH-Projekt automatisiert werden. Anhand einer Stuhllehne wurde der Prozess aufgesetzt. Dies geschah in Zusammenarbeit des Instituts für Digitale Bau- und Holzwirtschaft sowie des Instituts für Drucktechnologie. Da Werkstücke aus Holz immer eine individuelle Form haben, ist es eine Herausforderung, die Bauteile ideal zu positionieren und aufzuspannen. Hier wurden die Werkstücke zunächst gescannt, um daraus die nötigen CAM-Daten zu berechnen. So ist es möglich, die optimale Lage des Werkstücks innerhalb des Rohmaterials zu nutzen. Anschließend kann das Bauteil ausgefräst und die Kontaktpunktaufnahmen vorgeformt werden. Um die hohe Fertigungsgenauigkeit sicherzustellen, bleibt das Bauteil während des Werkzeugwechsels eingespannt. Ein automatischer Dosierkopf gibt Klebstoff auf die Aufnahmepunkte, wonach die Beschläge positionsgenau eingesetzt werden können. Der Vorteil dieses integrierten Prozesses ist einerseits der Wegfall der manuellen Arbeitsschritte. Außerdem besteht nun die Möglichkeit, den Prozess an veränderte Bauteilgeometrien individuell anzupassen. Die 3D-Prozesskette ist ein Vorprojekt für Kooperationen, die die BFH mit Industriefirmen durchführen will.